Jo, liebe Leute, hier ist wieder euer Mr. No Faces und heute mit Schlag den Raab Teil 2, also das zweite Spiel. Und wir fangen gleich mal an. Ich suche mir jetzt hier erstmal meinen Namen aus. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich war bis vorher einmal kurz hier und habe mir mal angeschaut, welche Kandidaten das so alles gibt. Das war alles. Weil das sind uns doch zu viel Zeit am Anfang weg. Und dann, ich habe mich entschieden, dass ich entweder den oder den nehme. Und ja, in Rot, weil Rot mag ich. Dann fangen wir mal an. Mit deinem Aussehen allein könntest du heute Probleme bekommen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schlag den Raab. Mann. Jetzt. Ah, okay. Spiel 1. Wer weiß mehr? Oh Gott, wer weiß mehr? Geht schon wieder mit Wissen los. Steuerung. Also buzzern werde ich wahrscheinlich müssen. Ach so. Okay. Bei Wer weiß mehr müsst ihr Köpfchen zeigen. Ihr spielt abwechselnd. Eine Frage mit 15 Antworten wird angezeigt. 5 Antworten sind falsch. Nun müsst ihr abwechselnd eine richtige Antwort auswählen. Wer viermal falsch liegt, scheidet aus. Der andere gewinnt. Ah, Y. In echten Schlag den Raab ist es ein bisschen anders. Da heißt es halt, wer war zum Beispiel, nenne alle Formel 1 Weltmeister. Dann sagst du halt, Niki Lauda, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ja was weiß ich, Rubens Barrichello, dann macht's nicht und dann ist es falsch. Du darfst halt nur die nennen, die richtig waren. Und da ist es ein bisschen anders, weil du kannst ja nicht irgendwas reinschreiben. Achtung, fertig, los. Ja. Wobei handelt es sich um sogenannte soziale Netzwerke? Oh geil, geht erstmal geil los. Also okay, ja, mach. Ich will, du Arschloch. Untergräbst du mal wieder die Moral der Konkurrenz? Ich versuche es zumindest. Fangen wir gleich mal mit. Also es muss ich Facebook. Komm, weiter so. Jetzt bloß nicht ablenken. Von meinen Kommentaren. Ja. Stefan hat diese Runde für sich verbucht. Verbucht und zugenäht. Das war nicht schlecht. Also das, zum Glück. Ja, das ist eine gute Einstiegsfrage, weil... Hat er was gewusst oder nur geraten? Zing, Stefan genau. War jedenfalls wieder schneller als der Rest. Unglaublich, wie man derart die Konzentration braucht. Linux, Chat. Tja, da wusste ich. Klicker, ja. Karl, das war nicht schlecht. Ja. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, mir auch. Stefan. Oh, Chat, da bist du ein Depp. Das ist nicht richtig. Ah, Link, DLN hätte ich jetzt nicht gewusst, aber vom Ausschlussprinzip her war es, musste das noch sein. Welches dieser Länder hat mehr als eine offizielle Amtssprache? Oh, mei, oh, mei. Muss ich gleich mal raten. Schweiz, glaube ich. Ha, die Runde ging an dich. Das war ja ein Klacks. Ich will jetzt nichts durcheinander bringen. Ach komm, das war doch klar. Ich habe auch damit gerechnet. Kanada, glaube ich. So ja. Muss man die Runde gewinnen. Bravo. Wunderbar. So mache ich weiter. Nein. Oh, eigentlich hat sie jetzt falsch. Südafrika wusste ich noch. Sri Lanka auch. Dann machen wir mal. Belgien, klar. Ja. Italien war mit dem. Welche dieser Städte ist eine Domstadt? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Als Deutsche müsste man das ja wissen. Das weiß ich aber nicht. Dom. Dom. Mehr kann man von dir nicht verlangen, von einem Konkurrenten aber schon. Es gehört viel Glück zu diesem Spiel und davon hat Stefan ja bekanntlich mehr als Glück. Jetzt wird's dann für mich. Heute ist Steven aber auch wieder besonders frech. Ja, Steven, der ist wie ein echt langweilig. Karp, ist doch gar nicht so schwer, oder? Das ist mal wieder typisch. Wer kann ihn aufhalten? Unseren Stefan.
Tja, oh. Nur so weiter. Glück gehabt. So wird man aber kein Millionär. Tja, da musst du dich eben mehr anstrengen. Kaum, boah. Die Runde ging an. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich muss echt raten. Bitte mach was falsch, Raab. Stefan, mein wie Gott. Machst du das bitte? Zwei. Ich bin ja dafür, regelmäßige Dopingkontrollen durchführen zu lassen. Zwei richtige haben wir noch. Freiberg, Freiberg halt, nicht Freiburg. Oberhausen kann ich, glaube ich, ausschließen. Das weiß, Chemnitz weiß ich nicht, Bonn, glaube ich. Nein, scheiße. Freiberg, okay, Freiburg. Also Oberhausen und Chemnitz konnte ich so ausschließen. Pass gut auf. Hier wusste ich es jetzt nicht. Wer war oder ist Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer? Okay, das könnte ich noch mit bisschen hinkriegen. Dieser Stefan, ein Punkt. Danke. Also der Cleansee, der Löw, für dich. Ha, ich bin gut. Der Vogt, der Berry. Das Spiel scheint dir nicht so recht zu liegen. Es gibt, aber mir liegt's es gibt nur ein Rudi Völler. Komm, weiter so. Jetzt. Na, ein Rudi Völler. Die Moral der Konkurrenz. Ich versuche es zumindest. Eigentlich die gleichen Sprüche wie bei Dings. Das war nicht schlecht. Zum Glück. Jetzt weiß ich, ich habe aber vom Fußball keine Ahnung. Stefan hat diese Runde für sich verdient. Verbucht und zugenäht. Unglaublich. Oh, Glück gehabt. Wer hat die Konzentration beibehalten kann. Zwei richtige sind noch dabei. Hat er das gewusst oder nur geraten? Also Stefan war jedenfalls wieder schneller als der Rest. Ich glaube, Fritz Walter war ein Spieler. Beim Madi bin ich mir nicht sicher. Rummenigge. Ich kenne das Lied, aber war es ein Spieler? Bierhoff war ein Spieler. Also das weiß ich aus einem Fußballspiel. Fischer? Weiß ich nicht. Ich sag mal. Seeler. Seeler, okay, wusste ich nicht. Ich habe keine Ahnung vom Fußball. Wobei handelt es sich um Rolls-Royce-Modelle? Da kannst du mir am Arsch lecken. Phantom ist, glaube ich, ein... Ja, nein, keine Ahnung. Silber. Das war der Camo. Nicht schlecht. Kam, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Der Camo G, ja, wusste ich nicht. Der Wenk, ja. Also, da hat wohl Stefan zugeschlagen. Wenkwisch, das sagt mir was, aber ob das jetzt ein Rolls Royce ist. Kam, die Runde ging an dich. Ich muss raten. Feuern, Klacks. Ach komm, das war doch klar. Ich habe auch damit gerechnet. So muss man die Runde gewinnen. Bravo. Wunderbar, so mache ich weiter. Ich tippe jetzt mal die ganzen Silbermodelle, glaube ich. Es gehört viel Glück zu diesem Spiel. Und davon hat Stefan ja bekanntlich mehr als genug. Heute ist Steven aber auch wieder besonders frech. Also der Vanquish, das sagt mir was, ist Auto. Glaube ich mal. Aber ich weiß nicht, bin jetzt nicht 100% sicher. Mehr kann man von dir nicht verlangen. Ob das jetzt ein Rolls Royce ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist mal wieder typisch. Oh, Phantom. Okay. Jetzt sind noch. Zwei sind noch richtig. Kam, ist doch gar nicht so schwer, oder? Also Silver Ghost wahrscheinlich noch. Sehr. Ja. Sehr. Jetzt ist, genau deswegen bekommt keiner von. Ich wusste, dass ich Vanquish nicht nehmen darf. Gut es gemacht. Geht weiter. Sehr aufregend. Gut gemacht. Wer war ein großer Entdecker? Oh Gott. Ah, er ist dran. So wird man aber kein Millionär. Tja, da musst du dich eben mehr anstrengen. Tja, nur so weiter. Stefan, wie machst du das, Brasil? Ich bin ja dafür, regelmäßige Dopingkontrollen durchführen zu lassen. Jetzt wird schon knapp. Albert Schweitzer sagt mir was, aber... Ich keine Ahnung. Kam, oh. Die Runde ging an dich. Grab verkriegt. Ich mir einen Stein vom Herzen. Nein, ich habe natürlich richtig geklickt, wie ich wollte. Dieser Stefan. Ein Punkt mehr. Danke.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ein klarer Rundensieg für dich. Boah, ein Glück, dass ich rate. Drei richtige haben wir noch. Das Spiel scheint dir nicht zurecht zu liegen. Mann, aber mir liegt's sehr. Boah, jetzt muss er wieder das Letzte. Hoffe, ich mach das falsch. Bitte, 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 bitte. Nein! Untergräbst du mal wieder die Moral der Konkurrenz? Ich versuche es zu mir. Ah nein, halt, ich muss noch einen. Einer ist noch. Ein Drake hätte ich. Ich muss. Nein! Falsch. Falsch. Okay. Ich musste raten, ich habe den Hillary nicht gekannt. Und Darwin habe ich durcheinander gebracht. Wer war oder ist mehr oder weniger freiwillig eine kriminalistische Spürnase in einer Fernsehserie? Okay, das könnte ich eher hinkriegen. Stefan hat diese das Runde verbucht. Verbucht und zugenäht. Dann haben wir denn alles. Smarte. Magnum. Das war nicht schlecht. Klar. Zum Glück. Ich glaube, der Walton. Na halt, der Walton nicht. Der war bei dem Walton. Hat er das gewusst oder nur geraten? Stefan war jedenfalls wieder schneller als der Rest. Unglaublich, wie man derart die Konzentration beibehalten kann. Ich darf jetzt nichts falsch machen, dann bin ich gleich raus. Tja, da hat wohl Stefan zugeschlagen. Amanda King, sag mir was. Ha, das war nicht schlecht. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das war doch klar. Ich habe auch damit gerechnet. Rab ist so stark. Kack, die Runde ging an dich. Das war ja ein Klacks. Es gehört viel Glück zu diesem Spiel. Und dafür okay. Ist ja bekanntlich mehr als genug. Heute ist Steven aber auch wieder besonders frech. Ich sagte Castle. Das ja. Boah. Keine Punkte. Boah. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut. Glück, Glück, Glück. Welche dieser TV-Serien ist eine Anwaltsserie? Ja, da könnt ihr auch wieder TV. Also ich bin Anwaltsserie. So muss man die Runde gewinnen. Bravo. Wunderbar. So mache ich weiter. Das ist mal wieder typisch. Wer kann ihn aufhalten? Unseren Stern. Also, was ich ausschließen kann. Unsere kleine Farm, der Marienhof, der Dr. House. Typisch Sophie wahrscheinlich. Der praktisch, weiß ich nicht. Quincy war doch der Doktor, ja. Mehr kann man von dir nicht verlangen. Von einem Konkurrenten aber schon. Stimmt nicht. Doktor, oh, das hätte der Raben echt gewissen müssen. Also in echt hätte das bestimmt nicht und falsch. Unser Spiel geht weiter. Bitte Formel 1. Wobei handelt es sich um einen Speisefisch? Mein Gott, wo soll ich das wissen? Ist doch gar nicht so schwer. Gut, da kann man ja doch einiges. So wird man aber kein Millionär. Tja, da musst du dich eben mehr anstrengen. Tja, nur so weiter. Stefan, wie machst du das bloß immer? Ich bin ja dafür, regelmäßige Dopingkontrollen durchführen zu lassen. Geh heute Maus, die Maus. Kapp, die Runde ging an dich. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dieser Stefan. Ein Punkt mehr. Danke. Ein klarer Rundensieg für dich. Ich bin gut. Das Spiel scheint dir nicht zurecht zu liegen. Aber mir liegt's sehr. Komm, weiter so. Jetzt bloß nicht.